Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why. So, wir sind ja jetzt am Friedhof angekommen. Das war die. Das hatte ich. Okay, dann hatten wir eins, zwei. Die würde ich jetzt noch hinkriegen, glaube ich, schnell. Wir lesen eben schnell vor. Die große Froschdame wird bestraft. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine große Froschdame, die in einem kleinen Teich lebte, und dies war keine gewöhnliche Froschdame, denn seitdem sie die Prinzessin vor dem wilden Jäger bewahrt hatte, besaß sie die Gabe des Sprechens. Von der Morgen bis zur Abendröte tat sie alles, was kleinere Frösche auch tun, nur konnte sie zusätzlich reden. Alle Lebewesen im Wald konnten ihre laute Stimme hören und sie alle waren überglücklich darüber. Die große Froschdame hörte nämlich niemals auf zu quatschen. Sie plapperte über die Sonne, die zu heiß war, den Teich, der zu tief war, den Regen, der nicht fallen wollte, und all die vorzüglichen Fliegen, die sie verspeiste. Die Geschöpfe des Waldes duldeten den endlosen Lärm zunächst, bis sie ihn eines Tages nicht mehr ertragen konnten. Sie baten die Froschdame, den Mund zu halten. »Das kann ich nicht«, sagte die große Froschdame. »Das ist eben, was ich tue. Bevor die Prinzessin mich geküsst hat, habe ich den lieben langen Tag gequakt, und ihr alle habt mich dafür geliebt. Jetzt ist es nicht anders, außer dass ihr verstehen könnt, was ich sage, und jetzt stört es euch. Aber ich kann mein Wesen doch nicht ändern, könntet ihr es? Alle Wesen des Waldes mussten einsehen, dass die Froschdame recht hatte und dass es unhöflich war, sie zu bitten, das zu unterlassen, was sie immer schon getan hatte. Also kehrte jeder in seinen Bereich des Waldes zurück und ließ die große Froschdame tun, was Frösche eben tun. Hüpfen und plappern und noch mehr plappern über die zu heiße Sonne und den zu tiefen Teich, über den kommenden Regen und die schmackhaften Fliegen. Und eine Zeit lang schien alles in Ordnung, aber im Wald verbreitete sich jedes Wort in Windeseile und jeder hatte etwas zu sagen. Da die große Froschdame war, wie sie war, quasselte sie über alles, was sie hörte. So erzählte sie den Bienen, dass der alte Bär vor 2 Jahren ihren kostbaren Honig gestohlen hatte. Und sie erzählte den Bibern, dass die Adler ihren kostbares Holz geraubt hatten. Sie erzählte der Rieke, wer ihr Kitz getötet hatte, und erzählte der großen Fichte, wer dieses Schimpfwort in ihrer Borke geritzt hatte. Abermals baten alle Wesen des Waldes die große Froschdame, ihren Mund zu halten, denn nun hegten sie alle einen Groll gegeneinander. Doch abermals wollte die große Froschdame nicht auf sie hören. Als ich einfach nur ein Frosch war, hat mich niemand beachtet und niemand hat mir geholfen, als der wilde Jäger mich des Spaßes halber jagte. Es geschieht euch nur recht und ich werde nicht still sein. Okay. So ging das Ärgernis immer weiter und der Lärm war so ohrenbetäubend, dass selbst der Eiskönig aus seinem Schlummer erwachte und entschied, nach dem Rechten zu sehen. Ruhe, brüllte der König, und da wurde selbst die große Froschdame ganz still. Nun, da in dem Wald wieder Ruhe eingekehrt war, hörte der Eiskönig jeden seiner Bewohner einzeln an, bevor er endlich eine Entscheidung traf. Große Froschdame, du hast die Gabe des Sprechens missbraucht, da du sie nur zur Rache genutzt hast, obwohl dir bewusst war, wie verletzend Worte sein können, hast du rücksichtslos von ihrem Gebrauch gemacht und eine Menge Ärger gestiftet. Die große Froschdame öffnete ihren Mund, um zu widersprechen, doch der Eiskönig hob seinen Finger, ehe sie auch nur ein weiteres Wort herausbringen konnte. Da du die Gabe des Sprechens für eine gute Tat erlangt hast, werde ich sie dir nicht wieder nehmen. Hier also deine Strafe. Ich werde dir mein größtes Geheimnis erzählen. Dieses Geheimnis ist so mächtig und so gefährlich, dass es dir Angst machen wird. Doch verrätst du es jemals? Der Eiskönig beugte sich hinab, um der großen Froschdame derart beeindruckende Worte ins Ohr zu flüstern, dass das arme Tier heftig zu zittern begann. Jetzt widmet euch alle wieder euren Angelegenheiten und vergesst, was die Froschdame euch erzählt hat, denn ihr alle lebt gemeinsam in diesem Wald und müsst das auch weiterhin tun. Und das war die Geschichte, wie die große Froschdame den Eiskönig verärgerte und dafür bestraft wurde. Ja. Du müssten wir jetzt auch noch hinkriegen, eben schnell. Die Kobolde retten die alte Biberdame. Es war einmal in einem tiefen uralten Wald, da trug es sich zu, dass auf dem Winter ein sehr warmer Frühling folgte, der alle den Schnee und all das Eis auf einmal schmelzen ließ. Der Fluss füllte sich, bis er all das Wasser nicht mehr halten konnte und an ganz unerwarteten Stellen neue Flüsse entstanden. Alle Waldbewohner waren in Panik und versuchten, sich vor dem steigenden Wasser in Sicherheit zu bringen. Die steinalte Biberdame hatte mühsam ihren Damm erreicht, als einer dieser neu entstandenen Flüsse direkt auf sie zugeschossen kam. Schreiend und quiekend lief sie davon, aber wohin sie auch lief, aus allen Richtungen kam Wasser. Schließlich war ringsum nur noch Wasser. Und sie war zwar eine gute Schwimmerin, aber noch nicht mehr die Jüngste. Und so riss sie das reißende Wasser so schnell mit sich, dass sie nicht mehr dagegen ankam. Hilfe, rief sie.
Die listigen Kobolde waren gerade auf dem Weg zu ihrer Höhle unter dem großen Holzhaus, als sie die Schreie der Biberdame hörten. »Wir müssen der Biberdame helfen«, sagte der eine Kobold. »Du gehst da lang, ich dort.« Sie liefen los und blieben über die Gabe der Stimme in Verbindung. Endlich fand die Koboldin die Biberdame, wie sie im Fluss trieb, aber sie war näher am anderen Flussufer, sodass die Koboldin sie nicht erreichen konnte. »Bruder«, rief die Koboldin mit der Gabe der Stimme, »ich sehe sie, aber ich komme nicht an sie heran. Kannst du es versuchen?« »Ich versuche es«, und die Koboldin lotste ihren Bruder an genau jene Stelle am Fluss, wo die Biberdame war. Und tatsächlich erreichte der Kobold bald die richtige Stelle am Fluss. »Biberdame«, schrie er und hielt ihr einen Ast hin. »Halt dich fest«, die Biberdame griff nach dem Ast, aber vor lauter Panik zog sie den Kobold mit zu sich ins Wasser. »Nein«, rief die Koboldin. Sie lief so schnell sie konnte und holte die Biberdame und ihren Bruder ein. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, sie zu retten, erblickte sie einen herabhängenden Ast. Sie würden nur einen Augenblick lang Zeit haben, aber wenn sie schnell genug wären. Ich lese übrigens, ich weiß, nicht perfekt, sowieso nicht, aber ich lese übrigens sehr schnell vor, damit wir diese Geschichten halt in diesen Episoden noch reinkriegen, weil sie doch, ich würde sagen, ja, lang sind, aber auch hilfreich, ne? Um halt herauszufinden, um Rätsel zu lösen, herauszufinden, wer ist. »Bruder«, rief sie mit der Gabe der Stimme, »ihr kommt an einem tief hängenden Ast vorbei. Ihr habt nur einen Augenblick Zeit, aber wenn ihr schnell seid...« »Verstanden«, antwortete ihr Bruder, der dann zur Biberdame meinte, »gleich kommt ein tief hängender Ast, halte ich daran fest. Wir haben nur einen Augenblick Zeit, aber wenn wir schnell sind...« Plötzlich war der Ast da und sie streckte die Arme aus, um sich festzuhalten. Die starke Strömung riss sie um ein Haar mit sich, aber sie schafften es, sich am Ast entlang ans trockene Ufer zu ziehen.« Als alle in Sicherheit waren, dankte die steinalte Biberdame den Kobolden. »Aber wie habt ihr mich nur so schnell gefunden? Und woher wusstest du, dass dieser Ast kommt?« Die Kobolde lächelten sich wissend an. »Einfach nur Glück«, sagten sie. Und das war die Geschichte, wie die Kobolde die steinalte Biberdame aus dem überschwemmten Fluss retteten, ohne dass sie je erfuhr, wie sie es angestellt hatten. So. Und? You look pretty spooked. I've never been a big fan of cemeteries. Wer ist das schon? Wer ist das schon? I promise after this we can chill at the house. Cool? Kann man hier so überall angucken? Ob wir hier noch irgendwas treiben können? Wer weiß? Anscheinend nicht. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. I never wanted to come back here. Yeah. That makes two of us. Boah, da ist der Friedhof und da möchte ich nicht wohnen wollen. Der Friedhof ist sehr groß, kann das sein? Hey, graves are back that way. Ja, das ist da fand ich jetzt auch was sehr Interessantes, wenn so, ich ehrlich bin. Did you ever come back? Shh, keep it down. Better? Much. Why do people always feel like they have to whisper in cemeteries? I don't know. Probably just a mirror neuron thing. A what? Monkey see, monkey do. Yeah. Anyway, have you been back here at all since the funeral? No. I've never had a reason to. Thankfully. Ich habe eine Erinnerung. Our mother made us come here all the time. It was so weird. Mom, why do we always come here? Does it bother you? No, it's just weird because we don't know any of these people. I mean, except Eddie's mom. It never hurts to say hello. Because they're very lonely. That's right, sweetie. And sometimes, even if you can't see them, they stay with you. In here. Always here. Mom? Always. She loved us. A lot. But sometimes it was like loving us hurt her. Do you think she was just really scared of losing us? Maybe. Yeah. But I don't know. I mean, most parents are scared of losing their kids. Hmm. Selber lesen, ne? Einfach stoppen und selber durchlesen. Aber das scheint für mich jetzt nicht interessant zu sein. Trotzdem finde ich es nice, dass man immer sowas einbaut, immer wieder sowas spielen. Building a house right next to the cemetery.
Hard to think of a worse idea than that. Well, look at Michael. Some people actually go to cemeteries willingly. People with functional families, I guess. Yeah, you let me know if you ever meet one of those. Well, here's the crooked tree, but no Tessa. Let's check around for her parents' grave, just to make sure this is the right spot. You think it's possible Michael remembered it wrong? Well, I've done inventory with him before, so yes. Hm. Hier ist der krumme Baum, okay. Wait, is this the one we called Big Crookedy? The exact one. Why didn't we call it Gnarls Branchy? Total missed opportunity. Because we weren't hip to basketball back then? Or CeeLo Green? Damn. I remember it going all the way up to the clouds. Everything does when you're 4 feet tall. No dice. Also, das ist es nicht. No dice. Mögest du in Frieden ruhen. Die Mutter müsste doch da auch liegen, oder? De Leon. That's the one. Don't tell me we missed her. Oh, sure. Hello, Mr. Eagle. Kids. It's time. Mir war voll klar, dass das das ist, weil das so hübsch hergerichtet sah, aussieht im Gegensatz zu den anderen Gräbern hier. Was ist das? Ich hoffe ja, dass wir das vielleicht noch der Mutter finden. Ja, wir haben hier eine Erinnerung, ich weiß, aber ich würde gerne... Ach, da hinten. Sitzt sie. Ach, das ist Michael wahrscheinlich. Hazel Salazar. Salazar Slytherin. Fällt mir da gerade nur ein, vor allem mit der Schlange dabei, ne? Anspielung. Lost in the chaos of history. What's that mean? Not sure. But Michael should know. Um jene zu ehren, die nicht mehr unter uns sind, ja. Michael ist da hinten. Machen wir eben hier noch die Erinnerung fertig. Do we really have to go, Eddie? You can hold my hand if you want. I can walk fine on my own. It'll be quick, okay? Then we'll get something to eat. The day of the funeral. I barely remember it. That's probably for the best. I don't think either of us are exactly eager to relive what went on behind that gate. So, I know I said we didn't have to visit her grave. But it feels like the right thing to do. Yeah, exactly. Steht da maybe meet again? Bis wir uns wiedersehen. Süß hier so mit so einer Angel dann da so hier gerichtet und kuschelt dich. Das ist schön. Bei uns an dem, ach, man kann da hingehen. Sorry. Bei uns auf den Friedhöfen wird immer alles geklaut, was ich total abartig finde. When did Michael's uncle die? Last year. It was really hard on him. He's still feeling it. Da kann, das finde ich echt kacke. Time no see. Do you want some company? Come on over. Make yourselves comfortable. Das und da, weißt du, da kann man wirklich nichts hinpacken. So Blumen und so, es wird einfach alles geklaut. So kleine Statuen, Engelsachen. So, how are you, holding up? Everything's such a mess. I thought we'd almost be done packing by now. I'm so ready to put this place behind us. At least Mr. Hollywood Handsome over there is good company.
Funny how you never mentioned what your brother looked like before he got into town. Oh, I just thought I'd surprise you. Is this a bad time? With you? Never. Don't mind me. I'm not really here. Hey, I get to see your ugly mug almost every day. You're old news, lady. You wound me. Deeply. So, can I help you guys out somehow? Ich glaube, ich muss mich bei Steam mal aus dem Chat irgendwie abmelden oder so. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, das ist mir noch nie passiert. Aber witzig, okay, ging über ein Video von mir. Onkel, komm. So, what was your uncle like? Oh boy, where do I start? You know that one grumpy grandpa in all the sitcoms? The one that types like a T-Rex and never leaves his recliner? Just how does one type like a T-Rex? You know, almost kissing the keyboard. Like, makes you look like you got tiny baby arms, like a T-Rex. Never change, Michael. Anyway, as grumpy as he was, they didn't make him any sweeter than him. He's the kind of guy who accepted you for where you were at, even when he didn't approve. Not many of those out there. You and your uncle were really close, huh? Definitely. I could push his buttons without even trying. My family's old school Clinkit. Spent more time with my uncle than my dad. He was the first person to test out all my new recipes. Even before Allison. Guess I should thank Uncle William for saving me from a muffin top. If you need a new taste tester, sign me up. As if you had a choice. I plan to hit you both up for feedback my whole way through school. I'm in. As long as there's nothing as adventurous as that Clinkit-style salmon with pepper and saffron. No, I'm promising that. Fortune favors the bold, goes double for food. Hat er recht. Hey, can I ask you something about this place? Yeah, shoot. What's the story behind the Clinkit Memorial? May the memory of our dearly departed never be lost in the chaos of history. That was Uncle William. Lost in the chaos of history? Well, let's say you wanted room for a school or a road and didn't give a shit about ethics. Easy, you just dug up our ancestors. That shit happened a lot. God, assholes. Yeah, and I mean it still happens, but not as much. We have the elders to thank for that. Ja, ich störe dich nicht länger. I'll stop bugging you now. Well, I'm here if you're ever curious. Wir reden später. Talk to you later. You bet. Wir haben ja nichts mehr. Großartig mit ihm zu klären. Du weißt, dass ich dich hören kann? Sie ist nur neidisch. Du weißt, dass ich dich hören kann? Ja, komm. Hey, you do realize I can hear you, right? Cover your ears. The grown-ups are talking. Als die beiden vorher noch das Gespräch hatten. Anyway, girl, I know you're in it right now, but try not to let it get to you. Gina's gonna seem real boring after all this, huh? God, boring sounds so good right now. Binging terrible shows while my amazing roommate cooks something delicious. Heaven. Delicious food for tax returns? You got yourself a deal, mister. Do you remember where she is? No. For what it's worth, I remember staring at the water during the funeral. Oh. Allison, please. I'm not going! Allison, come back! Yeah. Any hope that this would be easier than last time? Totally gone. At least this time, no one's sending me away. I'm holding you to that. Afterwards, you and I had a moment over there by the totem, right? I wonder if we could see that. Doesn't hurt to check. Das Totem. I won't let them take you away. I'm gonna tell them the truth. You swore, Allison. I'm gonna be okay. Please, don't worry about me. I know I'm supposed to get over this brown thing, but
I really wish you'd been able to come visit that much. Yeah, me too, but... Look, I didn't make any promises that day. You did. Watch. They all think you killed her. It's not fair. I'll be okay. You have to take care of yourself now. See? It's possible, but I don't think so. Well, I know so. Thinking about it got me through the rest of the day. Toll. Toll, dass er noch. I'm gonna come see you every week, and we'll. I'll be back soon, alright? Okay, Tylers Erinnerung mit, Talk with our voice every day. Allison versprach einen Besuch oder Allisons Erinnerung? Tyler versprach zurückzukommen. Ich glaube Allisons. Promise. Wir nehmen Allisons. I'll be back soon, alright? Promise. Chief Brown's gonna take care of you. We'll be okay. You'll see. Kids. I'm sorry it took me so long to come back. I got so caught up in everything that... You really don't have to explain. I understand what you were going through now. Are you ever gonna let me finish my sentences? Maybe someday. But not today. Dann gehen wir mal weiter. You think Snowball still lives in there? Snowy owls only tend to live about 10 years. Oh, rest in peace, Snowball. Oh, die arme Eule. This spot's familiar. Carol Brown. Die Mutter von Eddie? Marion took it when Eddie's mom died. Aber warum? We were only four. But, yeah. She lost one of her only friends. She was always saying how she never would have found a place in Delos Crossing without Carol. You think her death kicked off Marianne's, you know? It definitely didn't help, but no. It was years later. Was hat das denn für ein Geräusch, ey? Ja. 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 This is it. Right. Yeah. God, I think I need a second. Warte mal. I'm gonna have a look around, okay? I'll be right back. Yeah, all good. Wer ist das dann da oben? I want to see your grave before we go. Ugh, toll. Sollen wir erst mit ihr sprechen oder... Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Komm, wir sprechen erst mit ihr. I still haven't found it. Sorry. Ach so. No dice. Not hers. Wir müssen das erst finden. Why can't I remember? Where is she? Mary Ann Ronan. Da ist sie. Ich stelle mir das schon schwer vor dem Grab zu stehen, wenn man für dessen Tod man wirklich so verantwortlich war. Oh ja. Allison. Is that her? What the hell was going on with you? What? Broke? Why didn't you say anything? We were your goblins. You didn't have to do it all alone. Tessa? Ich dachte, wir hätten erst die Frau da hinten ansprechen sollen. Kids. I wasn't expecting to see
What are you... What are you doing here? What are you doing here? Feeling a little guilty, maybe? When we pass on, our graves are all anyone has to remember us by. Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on our mother. I wanted to protect you. Marianne was getting worse all the time. I was afraid that if things kept going the way they were, then one day... We were going to end up dead? Look, I'm sorry I didn't tell you the whole story back in the store, but I didn't want you to Enough with the excuses. What the hell happened to her? Why'd you turn your back on us? Your mom was always just barely getting by, and over the years she burned a lot of goodwill. It got so bad, no one was willing to hire her. And the stress of that, well, it took its toll. I tried to help, but she pushed me away. She pushed us all away. In the end... She isolated herself from everyone. She was alone and out of options. She had us! Until you threatened to have us taken away! I couldn't let her drag you down with her! She had you stealing for God's sake! Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. If she'd just settled down with someone instead of running around with married men, well... Ooh. Just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? Oh, God. What happened between them? I wasn't thinking. Please, just forget I said anything. Tessa. All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. I'm sorry, kids. Wow, ja. Ja, unsere Mutter, ja. Hat sich anscheinend mit verheirateten Männern eingelassen. Und Sam war wohl einer davon. Du hättest es besser machen können. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast unsere Familie zerstört. Nee, du hättest es besser machen können. Ja, definitiv. I get that Marianne wouldn't let you help her. But there had to be a better way to deal with it. Especially if she was having some kind of crisis. Yes. You're right. There were other things I could have done. Better things. I know I've made mistakes. All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back your mother, I would. I don't deserve your forgiveness, especially yours, Tyler. But if there's a place for me in your lives, I'd like to be there. I have to know something first. Are you good with who I am? I've been thinking about that since you came home. I believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe we don't always understand what he's saying to us. I prayed for guidance, and seeing you standing here in front of me, such a strong and thoughtful young man, I think I have his answer. That means a lot to me. Thank you. Tessa, I know the last couple of days have been... heated. I'm up for a fresh start if you are, but it's not really up to me. Tyler? Ich will niemanden mehr verlieren oder ich kann ihn nicht vergeben. Ich will niemanden mehr verlieren. Das war scheiße, aber wir müssen ja auch mehr herausfinden und das können wir vielleicht nur mit der Hilfe der anderen. Tessa kannte unsere Mutter. Ich will niemanden mehr verlieren. I'm done losing people. And if we can't let people grow, then what the hell kind of chance do we have? Thank you. Both of you. Kids, I never knew your mother's whole story.
but it was obviously very painful. She always said you two were the only good luck she'd ever had. I'm going to try harder to forgive her. I hope you can as well. If you two are in town tomorrow, come by the cafe. Lunch is on me. There gonna be coconut cake on the menu? You know, I think there just might be. I'll see you two tomorrow then. We'll be there. Come on. Hmm. That was something, huh? Yeah, it was. I had pretty much given up on her. But I guess sometimes people change. I know. I feel like a total ass right now. Sie musste das hören, ja. You shouldn't. She needed to hear all of that. Yeah, you're probably right. Still, I might bring in a peace offering my first day back. Any ideas? Jesus stuff? Hmm. Maybe I'll just finally bring back that book I borrowed 6 months ago. Ich will gucken, was da oben jetzt noch ist.